Ja, wir haben heute für unser Kompetenznetzwerk, Netzwerk für begeisterte Unternehmer, den Humorexperten Nummer 1 in Österreich, da gehabt, den Dr. Roman Schelliger mit Humor im Business. Herr Doktor, auf was kommt es bei Ihnen bei Humor an? Also ich glaube, das Erste ist einmal, sich die Erlaubnis zu geben, humorvoll zu sein, weil wir haben es einmal alle perfekt beherrscht. Als Kinder haben wir die Welt mit unserem Lächeln erobert und irgendwann haben wir das einmal verlernt oder es wurde uns mehr oder weniger abgewöhnt. Und ich finde es so schade, weil wir sind doch in jedem Lebensphase mit fröhlichen, lustigen Menschen gerne zusammen. Und Humor ist nicht Witz erzählen, Humor ist eine Lebenseinstellung. Und wenn wir gerade uns die Welt so anschauen, wie sie sich bewegt und welche Probleme da auftauchen, umso wichtiger ist es, diesem Humor entgegenzubringen gegen diese ja, eher negativen Veränderungen. Und es geht, glaube ich, ganz einfach, wenn wir es uns erlauben. Es gibt ja die verschiedensten Arten von Humor, aber was wirkt denn oder was kann man im Business einsetzen oder was darf man nicht einsetzen? Was man einsetzen kann, ist sozialer Humor, also Humor, der Menschen verbindet, der Kulturen verbindet, der Altersstufen verbindet, ist wunderschön. Einen Humor, den wir auf jeden Fall immer einsetzen können, ist den über sich selbst. Also ich empfehle immer, möglichst viel über sich selbst zu lachen, dann müssen es die anderen nicht tun, sich selbst auf den Arm zu nehmen. Was wir nicht machen sollten, ist Sarkasmus als eine Humorform einzusetzen, ganz wenig Ironie, wobei sie manchmal hilft. Aber alles, was, wie gesagt, verbindend ist, ist eine wunderschöne Form, dem Leben das Lächeln zu zeigen, in der Form auch die rote Karte. Sie haben uns heute ja ganz, ganz viele Tipps gebracht. Also man kann ja in allen Variationen Humor einsetzen im Business. Genau, egal ob ich jetzt Verkäufer bin, ob ich eine Rede halten muss, ob ich vielleicht mit schwierigen Kunden umgehen muss, wie man mal Abwesenheitsnotizen anders schreibt oder wie man ja vielleicht auch mal einem Bewerber Danke sagt. All diese Dinge, Lob und Kompliment haben wir heute gemacht. Oft sind das Dinge, die wir alle beherrscht haben, aber wir haben es ein bisschen vergessen. Und ich habe das Rad bestimmt nicht neu erfunden. Ich habe vielleicht manchmal die Finger in die Wunde hineingelegt. Als Arzt darf man das manchmal, aber ich habe auch heilende Tupfer, glaube ich, verschrieben. Ja, wir ticken ja alle ganz viel in Zahlen, Daten, Fakten. Das sieht man ja auch im Business. Was ist aber wichtiger? Es ist beides wichtig. Es sind Daten, Zahlen, Fakten wichtiger, aber schön ist, wenn man diese Daten, Zahlen, Fakten emotionalisiert. Das heißt, wenn man ein Leben einhaucht, wenn man Vergleiche findet. Und ich glaube, wenn man da mal neue Wege geht, dann macht das allen mehr Spaß. Nämlich diejenigen, die sich die Zahlen anhören müssen, die sich auch anders erleben und diejenigen, die Zahlen bringen. Und man sagt, hey, jetzt habe ich das endlich verstanden, was du gemeint hast. Das war aber cool. Das ist spitze. Ne? Und das funktioniert halt. Sie als Humorexperte sind ja sehr gefragt jetzt im europäischen Sprachraum. Wieso glaubst du, dass das so ist? Also ich muss sagen, ich bin ja wirklich viel unterwegs mit 150 Vorträgen pro Jahr und Seminaren und so. Und das Schöne ist, wenn Menschen nachher zu mir kommen und sagen, danke, dass Sie uns wieder die Erlaubnis so gegeben haben. Oder wow, dass ich die Bestätigung bekommen habe, dass ich es richtig mache. Oder na, bitte sagen Sie das meinem Chef. Ja? Also man merkt, da ist ein großer Bedarf da. Leider muss ich sagen, auf der einen Seite, weil da noch viel Arbeit zu tun ist, auf der anderen Seite für mich natürlich toll, weil ich viele Möglichkeiten habe, Menschen mit dem Humor anzustecken und das sogar als Arzt. Ich meine, wie cool ist das, Menschen mit etwas anzustecken? Ist es was Positives? Sie sind ja auch Mitbegründer der Klinik Lounge. Was können Sie da ein bisschen drüber erzählen? Ja, ein tolles Projekt, wo mein Herz nach wie vor zu 100% dranhängt. Auch in Oberösterreich sind die Klinik Lounge extrem aktiv, extrem erfolgreich. Das ist eine Institution, die sich zum Ziel gesetzt hat. Wir sind also die Original-Klinik Lounge. Es gibt mittlerweile den ein oder anderen Verein, der das Ganze auch noch macht. Aber ich denke mir, so als Pioniere der Sache sehen wir uns schon, wo wir mit unseren Teams schwerkranken Kindern, auch schwerkranken älteren Menschen, alten Menschen, die in Heimen sind, vielleicht für ein paar Stunden mit diesem Humor, mit dem Lachen wieder Lebensenergie schenken und ihnen vielleicht die Kraft geben, die notwendig ist, um heil aus manchen Dingen rauszukommen, um Leid zu überstehen. Und es hilft nicht nur den schweren kranken Kindern, sondern auch den Eltern, den Verwandten und auch den Ärzten. Kommen Sie auch manchmal mit Menschen zusammen, die mit Humor nicht zusammenkommen? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt manche Menschen, das habe ich am Anfang versucht, jeden mit Humor zu überzeugen. Ich musste dann auch ja, einsehen, es gibt manche Menschen, die fühlen sich in ihrem eigenen Umfeld eben nicht humorgeprägt ist, wohl. Das muss man akzeptieren.
wo ich trotzdem immer wieder versuche anzukämpfen, dass diese Menschen nicht andere Menschen mit ihrer schlechten Laune anstecken. Also wenn sie sich selber wohlfühlen in ihrem eigenen Umfeld, absolut passend, das ist jedem sich selbst überlassen. Nur wenn es beginnt, schlechte Laune beginnt, sich auszubreiten und die Verursacher sind, dann versuche ich sanft, aber bestimmt, sie davon zu überzeugen, dass die anderen Menschen das vielleicht nicht verdient haben und vielleicht nicht so wollen. Wobei, wie gesagt, jeder ist ein freier Mensch, jeder kann machen, was er möchte. Ich kann nur Beispiele geben, ich kann vorzeigen, ich kann es vorleben, aber jeder Mensch ist seines Glückes Schmied. Wer ein bisschen mehr von Ihnen erleben möchte, kann ja auf Ihrer Homepage auch einige Produkte erwerben. Geht es nicht auf eine Homepage, die sind überfüllt. Nein, www.roman-scheliger.com, dort gibt es einige Produkte, mit denen ich die Klinik ganz auch unterstütze, Bücher, coole T-Shirts, Kappen, nette Spruchbücher und ganz neu jetzt mein neuestes Baby, nennt sich Heiterbildung, ein Online-Seminar, also Humor zum Downloaden mit vielen Geschichten, mit Beispielen, mit Tipps und Tricks, wie man mit so kleinen Videosequenzen Humor mit nach Hause nehmen kann oder in eine Führungsebene reinbringen kann, in eine Führungsebene mit Verkäufern verbinden kann und so weiter. Und ich finde, Humor weiterzugeben ist das Schönste, was man tun kann. Und deswegen, ich hoffe, ich schaffe das noch eine ganz, ganz lange Zeit. Was erwartet denn jemand, wenn man Ihr Buch liest, das Frustschutzmittel? Also, dass das Frustschutzmittel wirkt, würde ich sagen, dass man manche Dinge anders sieht. Da geht es auch um das Geheimnis des Freuens, warum wir uns viel öfters freuen sollten, als uns ärgern. Ich habe auch viele Menschen interviewt in diesem Buch, die in sehr hohen Positionen sind, in wichtigen Eckpfeilern der Wirtschaft, wie die mit Humor umgehen. Schöne, spannende Ergebnisse. Und ein kurzweiliges Buch, auch mit vielen Gags, mit vielen Sprüchen, mit vielen Ideen, aber auch sehr viel Ernsten, weil Humor ist eine ernste Sache. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Es war, glaube ich, ein sehr kurzweiliger Tag, der heute unsere Teilnehmer restlos begeistert hat. Und ja, wünsche Ihnen noch viel Erfolg für Ihren Trainerauftrag. Vielen, vielen Dank. Es hat mir auch riesengroßen Spaß gemacht. Das sage ich nicht einfach so, weil ich bin wirklich viel unterwegs und es gibt immer sehr nette Kunden, es gibt nette Kunden, es gibt Kunden. Sie waren sehr nett heute zu mir. Und das ist auch wichtig, denn ich glaube, man ist immer so gut wie sein Umfeld, ja, und man kriegt halt sehr viel Energie zurück. Und meine Frau sagt immer, sie versteht nicht, warum ich da so auf Tour gehen kann und jeden Tag in einer anderen Stadt aufwache, in einem anderen Land aufwache. Und ich hole mir sehr viel, muss ich sagen, von den Mitarbeitern oder von den Gästen oder von den Teilnehmern. Weil wenn ich sehe, dass da so ein kleines Saatkorn auf fruchtbarem Boden fällt und bei der Schlussrunde dann sagen, das probiere ich mal aus und da traue ich mich mal und da sage ich vielleicht mal dem Portier, dass er ein ganz netter Portier ist, dann denke ich mir, dann macht meine Arbeit schon Sinn. Ja, danke schön. Danke. Danke. Sie waren hervorragend. Okay.